Liebe Kuttersegelerinnen und Kuttersegler, liebe Gäste, die deutschen Meisterschaften 2009 in Spöhen gehen so langsam zu Ende. Wir haben heute zur Siegerehrung Gäste eingeladen. Wir haben so ein bisschen gezögert, weil eine junge Frau fehlt noch, aber wenn sie dann erscheint, dann werden die Helter sie hier wahrscheinlich durchschlängeln und dann kommt sie auch nach vorne. Wir begrüßen jedenfalls heute zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen Frau Angelika Gramko, Oberbürgermeisterin der Landeshauptstadt Schwerin. Schönen guten Tag. Heute begrüßen wir Herrn Mönnig, Vorsitzende der Stiftung Sparkasse Mecklenburg-Schwerin und des Stadtsportbundes. Schönen guten Tag. Wir begrüßen Herrn Schmidt, Schatzmeister des Landessportbundes Mecklenburg-Vorpommern. Guten Tag. Zu meiner rechten Seite Vizepräsident des DSSV, Herrn Stefan Frick. Guten Tag. Und Vertreter des LSSV, Herrn Thorsten Schlicker. Schönen guten Tag. Wir haben noch einen Gast hier, der hat sich hinter Frau Gramko versteckt, Herr Spilling von den Wicker Bootswerften. Der wird verantwortlich sein und kommt hier auch mit nach vorne, dann sage ich Bescheid für die Weitergabe dieses wunderschönen Wanderpokals. So, bevor wir jetzt zur Siegerehrung kommen, muss ich noch ein paar Worte, ich versuche es kurz zu machen, aber es waren die deutschen Meisterschaften in Schwerin, wir haben uns Mühe gegeben, mehr geht nicht. Vielleicht seht ihr es auch so, für uns alle war es ein tolles Erlebnis und wer nicht dabei war, der hat was versäumt. Danke an mein Team, vor allem hier mein grauer Schatten neben mir, einen besonderen Dank an Norbert Schmidt. Dankeschön, Norbert. Ich weiß, ich war oft undankbar und hart, Entschuldigung, aber es war Stress, ne? Es war Stress. Es ist ja alles ehrenamtliche Arbeit, das wisst ihr alle, Kuttersegler. So, ich bedanke mich auch bei Frank Piskulski. Die beiden, also ich habe mich immer gewundert, ich war schon immer spät dran, heute Nacht kurz vor drei ins Bett. Da waren die immer noch hier draußen und heute Morgen war ich kurz nach sechs essen, da saßen sie schon wieder am Tisch. Also ich weiß nicht, wie ihr es macht. Dankeschön. Dann einen großen Dank an das gesamte Team mit René Steinhagen, Mario Lemke, André Steinhagen, Martin Peter Brötting, Christian Wandel, Pierre Ginder, Michael Hinnerjock, Achim Weiß, die vielen Helfer nebenbei, Peter Behrendt, Gabi Dorst, Frau Hasselmann, Franziska Behrendt, Karl-Heinz Winter und so weiter. Und an die Helfer, Walter Fleming, Reinhard Brandt, Detlef Dreuse, Frau Dreuse, unser Egon, der im Hafen sitzt und dort aufgepasst hat, im Marineclub, Kröner Georg, Udo Pomeränke, Herr Kehler, Mike Klinger und Ralf Schulz und viele, viele mehr. Verneigung muss ich mal ein bisschen übergehen. Einen besonderen Dank an den Yachtclub Schwerin. Es war eine super Zusammenarbeit. Danke. Damit ihr auch wisst, wer das alles verborgen hat, hier unser Ellen Neumann und Eckhard Schulz. So, und auf dem Gelände habt ihr alle Lambert Nöhlen erlebt, der hat ihr überall aufgepasst, auch ein herzliches Dank an Lambert Nöhlen. Und Alexander Golz möchte ich noch und Bernd Mau, auch schönen Dank. Und die vielen, die bei euch noch mitkommen, ein recht herzliches Dankeschön. So, da waren aber, ihr habt das ja mitgekriegt, gestern hatten wir ja richtig Wind, da waren ja noch viel mehr. Ich bedanke mich beim DRK, die wir mit ins Boot geholt haben, aber gestern haben sie uns ins Boot geholt. Also sie haben ihr Geld nicht umsonst gekriegt, sie mussten ganz schön ran. Ein Dankeschön, alle kamen heil nach Hause. Ein Dankeschön an den Anglerverein, der uns da auf sein Gelände gelassen hat, an das Wehrersatzkommando, wo alle unsere Trailer standen. Ein Dankeschön mit einem Verständnis.
an die Anwohner. Ich weiß, gestern Nacht war die Party sehr lang und laut, aber Kuttersegler sind so und das ist auch gut so. Ich bin gleich fertig. Ich bedanke mich bei der Firma Porsche Event und Catering für die Versorgung. Ich bedanke mich beim Veranstaltungsservice Rocco Schmuel für die Getränke und für die tolle Musik mit DJ Mackie. Ich bedanke mich bei Frau Tim für das tolle Frühstück, bei Paparazzi für die tollen Fotos und bei Herrn Wichmann für das einmalige Video, wo wir Teile dort schon sehen. Ich bedanke mich beim NDR, bei der SVZ, bedanke mich vor allem bei allen Sponsoren und Förderern. Bei der Sparkassenstiftung Mecklenburg-Schwerin, bei der Sparda-Bank Schwerin, beim BHW, beim ACV, bei den Stadtwerken Schwerin, bei der Stiftung Claudia und Peter Fleischmann, beim Fliesenleger Rese, beim Heizungsbaufirma Stübe, beim Uhrenfachgeschäft Warnig, beim Fleischwaren Schwerin, vertreten durch Ulf Tussmann, bei Porsche Event und Catering, bei allen Selbstständigen des SMC, die was gespendet haben, bei vielen privaten Spendern, Gerold Zendel, Herrn Hinderjock und viele, viele mehr. Großes Dankeschön. Ja, und nun bin ich gleich am Ende. Wenn ich genannt wurde, dann bitte ich um Entschuldigung. Wir haben ganz schön den Kopf voll. Also alle, die geholfen haben, ein großes, großes Dankeschön. Und zuletzt den wichtigsten Dank an euch alle, ihr Kuttersegler. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Und ich hoffe, Schwerin bleibt euch in Erinnerung. Dankeschön. So, wir machen jetzt zügig die Siegerehrung. Wir ehren zuerst die Marathonregatta. Ich bitte Frau Angelika Gramko nach vorne, Herrn Mönnig und Herrn Schmidt und Herrn Pilling. Kommen Sie mal alle mit nach vorne. Wir machen das zusammen. Ich übergebe das Mikro an Eckert. So, es geht gleich los. Ich möchte aber noch einen Dank loswerden. Ich habe es ja auch schon bei der Eröffnung gesagt. Im Namen des Schweriner Yachtclubs möchte ich mich erstmal bedanken, dass ihr unser Gelände heil gelassen habt. Das Haus steht auch noch und der See ist nicht leer. Aber vor allem möchte ich mich bedanken für die wirklich gute Zusammenarbeit. Wir kannten uns alle nicht und so ein Wochenende ist natürlich stressig und der Windgott stand auf unserer Seite und zu den Hauptevents, also wenn wir im Zelt sitzen, hört es auch auf zu regnen. Also von der Sache her ist alles in Ordnung, aber es hat uns riesig Spaß gemacht und vielleicht denken wir mal drüber nach, wieder was zusammen zu machen. Wenn euch das gefallen hat, wir sind immer mit im Boot und auch dazu gerne bereit. So, wir fangen an mit der Siegerehrung. Einer der Höhepunkte war sicherlich gestern Nachmittag die Marathonregatta. In dem Zeitfenster von 8 Minuten zu starten vor der Bugerbrücke mit einem herrlichen Bild und Sonnenschein und unten an Kanichenwerder haben wir gemessen 21 Knoten, also sehr gute Segelbedingungen und es sah auch wirklich gut aus, was ihr da gemacht habt. Dritter ist geworden der Kutter K129 Adam und wir bitten gerne den Steuermann nach vorne. Yeah.